Boah! Da ist mir fast schief gegangen. Ja, ich hab was im Auge. Was ist hier los mit der Haare, hör mal? Ach, es ist immer nicht so einfach. So, und damit neigt sich... Tut mir leid. Jo Leute, und cool, dass ihr zu diesem neuen Video wieder mit am Start seid. So, ich werde jetzt mal kurz mein Handy aus meinem BH holen. Moin. Ich habe hier ein Paket neben mir stehen. Und das Paket, um das es sich heute handelt... Es ist so schwer. Deswegen habe ich es nicht geworfen. Ist die Trend Raider Box. Und da steht auch schon drauf, Vorsicht, Glas. Also... Und zwar arbeite ich probeweise diesen einen Monat mit Trend Raider zusammen. Und dann gucken wir mal, ob das bei uns beiden so passt. Auf Trend Raider bin ich aufmerksam geworden, weil ich ja, wie ihr mittlerweile wisst, vegan lebe. Und ich mich gefragt habe, was für nachhaltige vegane Boxen gibt es eigentlich? Und da sind mir die aufgefallen. Ich glaube, die haben eine vegane und eine nicht vegane Box. Und du solltest unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn in diesem Video kannst du auch eine Box gewinnen. Los geht's! Also, hier war erstmal Füllmaterial drüber. Und dann sieht es erstmal so aus. Ist auch echt schwer. Junge, Junge. Alter, ist das so geil! Da ist eine Sache drin, die habe ich schon bei irgendeinem Influencer gesehen, die wollte ich unbedingt haben und jetzt ist sie da drin. Ich freue mich so. Ich packe euch übrigens alle Modalitäten unten zu der Box in die Infobox und auch einen Link, wie du zur Trend Raider kommst. Wie gesagt, ich kriege kein Geld, ich bin nicht gesponsert, ich habe lediglich die Box gratis bekommen und erstmal auch nur für diesen Monat, um zu gucken, ob das mit uns passt, aber... Alter! Nein, ich raste aus. Ich raste aus, oh mein Gott. So was Cooles habe ich ja noch nie gesehen. Also ich weiß auch, muss man fairerweise sagen, vorher wusste ich nicht so viel von der Trend Raider Box. Ich habe da nie irgendwie Unboxings zugeguckt, weil vegan und sowas ja erst seit kurzem Thema bei mir ist. Und zwar wurde meine Box gepackt von Christine, Mann. Christine, Grüße gehen raus an dich. Und... Hashtag 7. Sammle alle Grußkarten unseres Teams mit der Nummer 1 bis 10 und gewinne eine große Geschenkbox. Das ist so cool. Mann, das ist so cool. Also ich habe jetzt Sammelkarte Christine, weißt du? Das ist nicht so wie, ich habe jetzt Pikachu, so. Oder Glumanda. Nein, Mann, ich habe Christine, Alter. Und Christine plus 9 andere entwickeln sich irgendwann weiter in eine geile Geschenkbox. Pox vor allem, mit P, P-O-X. Also das hat mich ja schon mal richtig gecatcht. So, hier haben wir ein Atropical Wipes, ist glaube ich deine Trendbox im September. Ist glaube ich vielleicht das Thema? Ah ja, genau, hier steht alles drin. Das ist wie bei den anderen Boxen auch einfach das Erklärungsheftchen. Und wahrscheinlich stehen auch Preise mit bei, ich gucke mal. Ja, also ich glaube, ich werde diese Box lieben. So, das erste, was ich hier raushole, ist... Bio-Ananas. Feinste getrocknete Ananasringe. Okay, Snack für zwischendurch, i-Tüpfelchen im Müsli, Verfeinerung für herzhafte Gerichte. 100% recycelbare Verpackung. Voll geil. Das finde ich richtig cool. Das ist Fair Trade, was auch mega schön ist. Die Box ist übrigens auch, glaube ich, ein bisschen teurer. Wie gesagt, kannst du alles nochmal in der Infobox nachlesen. Aber du hast halt hier nicht irgendwelche Plastikscheiße drinne, vermute ich mal. Denn hier wird wirklich darauf geachtet, der Umwelt und demjenigen, der die Box bekommt, zu gleichen Teilen eine Freude zu machen. Und das finde ich voll geil. Also, Ananas ist jetzt nicht so mein Ding. Ich hätte mich wahrscheinlich... Also Mango ist noch weniger mein Ding, aber wir probieren es einfach mal. Wie mache ich das auf? Ach, ich drehe das wahrscheinlich. Nein. Ich weiß nicht. Wie könnte ich das aufmachen? Wer hat eine Idee? Ah, einfach aufziehen. Alter, das sieht ein bisschen, ach, ein bisschen merkwürdig aus. Aber ich bin halt auch nicht so der Ananas-Typ, muss man halt auch sagen. Ne? Es sieht ein bisschen aus wie kleine Popperzen. Also, ich werde mir das mal anschauen. Ja. Also so muss das auf jeden Fall schmecken.
Ich habe mir noch nie getrocknete Ananas gekauft, weil Ananas halt einfach nicht mehr so mein Ding ist. Aber ich kenne andere getrocknete Früchte und die müssen so schmecken. Ist sehr süß, schmeckt nach Ananas auf jeden Fall. Und für die Leute, die das mögen, ist das, glaube ich, wirklich ein cooler Snack. Der ist natürlich gesünder als sämtliche Schokolade. Auch wenn wir Schokolade natürlich alle lieben. Man möchte auch meinen, als Veganer nimmt man automatisch ab. Mm-mm. Frag mich. Mm-mm. Das nächste, was ich raushol, finde ich interessant. Ist aber irgendwie nicht so mein Bereich. Oder, wie das klingt. Ist nicht so mein Bereich. Moin. Also wir haben hier CPD-Öl. Jeder Körper ist anders. Wir empfehlen deshalb 1-2 Sprühstöße des Body Akuts unter die Zunge zu sprühen. Bei Bedarf kannst du auch problemlos mehr nehmen. Also hier steht nochmal, was ist CPD? B vor allem. Was ist CBD? Cannabidiol, CBD kurz, ist ein Bestandteil des weiblichen Hanfs. Im Gegensatz zu dem im Cannabis ebenfalls enthaltenen psychoaktiven Wirkstoff Tetrahydrocannabinol, Alter, THC halt, hat CPD keinen bewusstseinserweiternden oder verändernden Effekt und keinen berauschenden Effekt und wird dadurch als unbedenklich eingestuft. Ich glaube, das ist so, um sich zu beruhigen, um innere Ängste und Anspannung zu kontrollieren. Und deswegen sage ich auch, es ist nicht mein Bereich, weil ich mich überhaupt nicht auskenne mit sowas. Ich habe sowas nicht. Also ich habe keine innere Unruhe, ich habe keine Schlafprobleme und so. Du kannst mir ja gerne mal in den Kommentaren sagen, ob du damit sowas Erfahrung hast. Finde ich auf jeden Fall absolut interessant. Ich verurteile auch niemanden, der das benutzt. Ich finde, alles, was die Natur uns gibt, können wir auch versuchen, für uns zum Vorteil zu nutzen. Und wie gesagt, wenn das keine bewusstseinserweiternden, berauschenden Zustände erschafft und du dann damit trotzdem entspannt bist, wie es bei Gras sonst ja nun mal ist, finde ich das geil. Also für viele Leute bestimmt mal interessant auszuprobieren. Wie gesagt, für mich ist jetzt nicht so mein Thema. Ach Mann, hier ist wieder was drin, was ich irgendwie cool finde, aber was ich nicht benutzen würde. Ja? Hier steht Tropical Vibes. Das ist hier so eine Haarspange, zumindest zusammen machen. Vielleicht packe ich das euch in eine Verlosung oder vielleicht in einen selbstgemachten Kalender, den ihr dieses Jahr wieder bei mir gewinnen könnt. Hier steht halt, diese Spange, dein neues Fashion-Accessoire mit Nachhaltigkeitsfaktor. Denn der exotische Haarschmuck besteht aus gepressten Zelluloseresten und ist daher plastikfrei, vegan und super nachhaltig. Super nachhaltig. Super nachhaltig. Style clever, style green. Ja, geiler Leitspruch. Wie gesagt, wäre jetzt nicht so meins, würde ich so einfach nicht tragen. Also ich trage meine Haare sowieso selten so irgendwie zurückgeklammert. Aber wie gesagt, das wäre jetzt auch nicht so mein Design. Aber, Alter, wenn du das magst und das dann auch noch irgendwie nachhaltig ist, voll guter Gedanke. Ich zeige euch jetzt mal mein Highlight, einfach weil es so schön ist und weil ich das schon, also ich wollte das wirklich schon häufiger kaufen. Dann habe ich gedacht, Vivi, du hast genug im Schrank an Schüsseln. Du brauchst keine neue Schüssel. Aber guckt euch bitte mal dieses Cutie an. Oh, er ist so wunderschön. Copaya. Das ist eine Kokosnuss, die aber benutzt wurde und die du jetzt als Schale nehmen kannst. Alter, ich raste aus. Das ist so schön. Es ist einfach so schön. Und hier unten ist es halt so angeschraffelt. Warte, zeige ich dir, dass es halt eben auch hält. Na, so unten ist so eine Stehfläche. Wie gesagt, ich habe immer gedacht, Vivi, du hast genug Schüsseln im Schrank. Natürlich nicht solche, aber halt normale Schüsseln. Und es ist so wunderschön. Guckt es euch bitte an. Ich bin einfach hart verliebt. Du kannst auf jeden Fall bei mir auf Instagram vorbeigucken. Da werde ich euch demnächst mal, ich esse ja morgens immer Müsli, für die, die mir auf Instagram folgen, die wissen das vielleicht. Demnächst wird es ein Foto damit geben. Weil das wunderschön ist. Oh mein Gott, es ist so schön. Ich komme nicht klar. Es ist so schön. Ich bin ein bisschen fröhlich hier darüber. Das nächste, was ich hier raushole. Alter, ich muss gleich noch Auto fahren. Nein, das wird wahrscheinlich auch wieder harmlos sein. Aber wir haben hier Dinkel-Hanf-Schoko mit Maca-Wurzel.
Ey, Maca, das ist das, was man gegen PMS und Periode-Schwierigkeiten nehmen kann und so. Da habe ich mich schon mal belesen, weil ich dachte, das ist vielleicht sinnvoll für mich. Also hier ist auf jeden Fall, Palmöl ist nicht so geil. Ich habe gerade irgendwas mit Kokos gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht auch nicht. Mann, ich werde das mal öffnen und ich werde es mal probieren. 100% Bio gebacken im Taunus. Die riechen... Ach so, seid ihr vegan? Ach klar, ich habe ja die vegane Box, ne? Moin! Ja, geile vegane. Die riechen ganz normal, da steht auch nochmal vegan drauf. Mann, ich würde gerne die jetzt mit meinem Bruder essen. Viele von euch kennen meinen Bruder, ja? Weil die richtig lecker sind. Also Moni, ich muss mal rausfinden, wo man die kriegt, aber die sind so lecker. Man schmeckt auch keinen, also der Anteil des CPDs, der Hanfsamen, so Hanfsamen sind hier drin. Die schmeckt man nicht. Richtig, richtig lecker. Schmeckt richtig gut. Ist aber richtig schlecht für meine Figur. Ich glaube, die werde ich Ramon mal zu Weihnachten schenken. Weihnachten ist ja Kekszeit. Da oben steht halt auch nur für Erwachsene. Mal gucken, ob ich nachher tiefenentspannt bin. Vielleicht bin ich gar gleich anders in meinen Instagram-Stories, wer weiß. Aber die sind richtig lecker. Also ich würde sie aber auch ohne Hanfsamen nehmen, weil die einfach richtig geil sind. Ah, ja, das war richtig lecker. Ich habe gedacht, ich hole mir jetzt mal was zu trinken. Nein, es ist nämlich leider Kokosnusswasser. Kokosnusswasser, also wenn ich irgendwas nicht kann, dann ist es Kokos. Es tut mir natürlich sehr leid. Bei vielen kann ich dir nicht sagen, wie es schmeckt, weil würde ich es jetzt trinken, würde ich sagen, ekelhaft. Aber es ist ja nicht ekelhaft für jemanden, der es lecker findet. Ich denke mal, das kriegt mein Freund. Trinkt der sowas? Auf jeden Fall isst der Kokos. Ansonsten geht es an meine Kollegin. Die trinkt sowas öfter mal. Ja. Das passt natürlich hier aber auch zur Kokosnussschale, ne? Boah, ich finde die so geil. So, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Ich bin ja richtig, richtig hyped. Also, wir haben hier Vitamin C Serum. Oh mein Gott, das ist so toll. Und es ist vegan und es ist einfach toll. Also sag mir gerne mal in den Kommentaren, ob du auch so am Schwärmen bist und dich hier das auch so feierst, was hier drin ist. Wir haben hier einen Glow Booster. Zellaktiv, Glättung und Feuchtigkeit. Hochdosiertes Vitamin C und Hyaluronsäure. Das kennt man. Also das hatte ich auch schon mal in anderen Boxen, diese Shebens Kapsel. Finde ich aber gut. Also finde ich trotzdem gut. Weil das zeigt ja hier plastikneutral, klimaneutral. Das zeigt ja, dass die Marke so gut ist, dass die in dieser Trend Raider Box, die ja wahrscheinlich harte Kriterien an Produkte haben, drin ist. Und das finde ich sehr geil. Oh, rutschst du da mal bitte nicht rein hier? Also ich bin ja jetzt nicht niemand, der jetzt so super Gesichtspflege betreibt. Aber wie gesagt, ich finde es toll, dass die sich qualifizieren, in der Box zu sein. Nein! Ich raste aus. Leute, es kommt noch besser. Ich raste aus. Guckt euch bitte dieses hübsche Ding an. Mann, es ist einfach ein Löffel. Ja, es ist nur ein Holzlöffel. Aber wie geil ist denn das bitte? Ich würde am liebsten selbst bei meiner Verlosung teilnehmen, kann ich dir mal sagen. Alter, das ist so geil. Aus was ist das gemacht? Ist das auch aus Kokos gemacht? Nee, oder? Ich kann gar nicht genau sagen, was das ist. Aber es ist so geil. Oh, ich freue mich ein bisschen. Also das ist mit Abstand das Geilste in der Box. Und die Kekse sind natürlich auch geil, aber das ist langlebiger als die Kekse. Was ist los, Alter? Finde ich richtig gut. Ich habe aber auch noch nicht alles ausgepackt. Was habe ich hier? Human plus Kind. Was könntest du sein? Es ist ein Körpersoufflé.
Scheinbar in der Geruchsrichtung Kirsche, kann es sein. Weil da nämlich eine Kirsche abgebildet ist. Gehört ihr zu den Leuten, die Kirche und Kirsche sagen? Finde ich immer ein bisschen witzig, weil das heißt ja Kirsche und Kirche und nicht Kirche. Aber der Kuss geht raus an dich, wenn du das auf jeden Fall so sagst. Ich bin jetzt in dem Struggle aufmachen, nicht aufmachen, aufmachen. Ich mache es auf. Also hier ist Plastik drum. Das ist natürlich, hat natürlich einen wesentlich kleineren Anteil als in anderen Boxen, wo irgendwie alles in Plastik eingepackt ist. Aber das, da ist natürlich noch Potenzial nach oben, dass man hier kein Plastik mehr braucht, was natürlich schön wäre. Oh, das riecht sehr gut, aber ich könnte nicht sagen, wonach. Aber es riecht sehr gut. Aber so eine Bodycreme ist natürlich nicht so mein Fall. Also ich creme, also wie gesagt, ein Creme ist einfach schwierig bei mir. Aber es riecht sehr gut. Und das wird auf jeden Fall einen neuen Abnehmer finden, weil das riecht super. Und ich glaube, ich bin halt einfach die Ausnahme, was Eincreme angeht. Sag du mir gerne mal, ob du dich eincremst, also auch den Körper so. Ich glaube, Gesicht würde ich fast behaupten, machen 85% meiner Zuschauer. Aber so den ganzen Körper ist ja schon ein Aufwand. Aber sag mir das gerne. Ich habe hier so krasse, coole Sachen, Mann. Es rutscht immer wieder dahinter, ist egal. Also, wow, was habe ich denn hier? Das ist ja ein bisschen geil, Mann. Ich habe hier ein Reinigungsmittel. Das finde ich richtig gut, weil reinigen tun wir unsere Wohnung irgendwie alle. Und wenn man da neue Inspirationen kriegt, was besser für die Umwelt ist, finde ich das super. Also ich habe hier einen Allzweckreiniger Bio mit Grapefruitöl. Schnelle und effektive Reinigung gegen alle Arten von Schmutz. Das ist ein bisschen doll cool. Hier oben steht auch noch klimaneutral. Ich hoffe, Trend Raider wird einen Adventskalender rausbringen, weil den müssen wir dann auf jeden Fall auch zusammen testen. Das hat mich ja hier drin wirklich alles echt ganz schön gecatcht. Also außer die Kokos, das Kokoswasser. Aber ansonsten finde ich ja alles ganz schön geil, was hier drin ist. Hygienische und ökologische Sauberkeit für alle Holzarten und Oberflächen. Klimaneutral. Klimaschutzprojekt, saubere Sache, finde ich super. Ich glaube, das Letzte, was ich raushole, und ich denke mal, das ist auch der Grund für Vorsicht Glas, weil vorhin stand ja drauf Vorsicht Glas. Also, soll ich mal raten? Entweder ist hier ein Getränk drin oder eine Kerze. Es ist eine Kerze drin, ich sag's, es ist eine Kerze drin. Weil was zu trinken hatten wir ja schon. Schreib du mal in die Kommentare, was du glaubst, was hier drin ist. Tja, Vivi hatte Unrecht. Und zwar haben wir hier Karotte, Kokos, Ingwer. Eine Suppe ist das. Eine Suppe. Wie gesagt, bei Kokos bin ich ja leider raus. Aber, wie gesagt, das kriegt sonst meine Kollegin oder so. Das kann man einfach in die Mikrowelle machen. Und man kann das entweder als warmen Snack oder auch als kalte Suppe direkt hier draus trinken. Ich sag euch auf Instagram, wie meine Kollegin das fand. Karotte, Ingwer finde ich super. Kokos, ja, vielleicht probiere ich auch einen Löffel von ihr. Aber wenn man Kokos schmeckt, würde ich es halt wahrscheinlich gleich negativ bewerten. Aber ich will es nicht negativ bewerten, weil das ist ja natürlich mein persönlicher Geschmack. Aber damit habe ich nicht gerechnet, dass hier noch eine Suppe drin ist. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, du. Holy Guacamole, das war noch nicht alles. Alter, das finde ich richtig gut. Du weißt vielleicht, dass ich keine normale Haarseife mehr benutze. Also kein normales Shampoo benutze, sondern ein Haarshampoo, also in einer Stückseife, wo weniger Müll produziert wird. Und hier habe ich Mandelmilchpeeling. Hier gibt es quasi auch ein Peeling in Stückseifenform. Das ist ja ein bisschen geil. Läuft! Was ist denn das für eine krasse Box? Das ist ja Wahnsinn. Also wie gesagt, das sage ich nicht, weil ich das muss, sondern weil ich das richtig geil finde. Ist vegan, das war ja auch, wie gesagt, zu erwarten. Das ist ja die vegane Box. Das ist ein bisschen cool. Da werde ich euch auch sagen, wie ich das finde. Da habe ich natürlich jetzt keinen Referenzwert zu. Und wie viel hier einfach drin ist. Meine Güte. So, jetzt ist aber vorbei. Was habe ich denn hier? Surprise Inside mit Liebe für dich gemacht. Okay. Hier, das ist so ein Schicker, der seinen Mund auf hat.
Nee, ich bin raus. Ich bin einfach raus. Alter. Also ich würde sie mir auch kaufen, wenn sie sagen würden, sie würden keine Kooperation mit mir machen. Was ist das für eine krasse... Also das ist ja ein bisschen doll. Hey du, du weißt es zwar nicht, aber du hältst gerade ein mit Liebe ausgewähltes kleines Kunstwerk in den Händen. Wenn dir das noch nicht reicht, in unserem Shop artboxone.de kannst du dich in eins von über 25.000 Motiven internationaler Künstler verlieben und es als Wandbild oder Puzzle oder Tasse zu dir nach Hause holen. Ich fass es nicht. Also, mir fehlt ja noch ein YouTube-Hintergrund. Wir ziehen ja um, das hatte ich euch ja erzählt. Und die Ananas ist natürlich schon irgendwie cool. Also ich habe hier 3 Stück. Ich werde mal Platz 1, 2 und 3 vergeben. Dann haben wir noch... Alter, wie geil ist das denn hier so schön mit... ich glaube, man kann es nicht sehen, es ist ein bisschen überlichtet. Er hat ein bisschen Schwierigkeiten hier mit den Farben. Aber das ist hier so eine Palme mit und Wasser und... Oh, voll gut. Und das hier sieht so ein bisschen aus, als wenn das in meine Leseecke passt. Sieht so ein bisschen dystopisch, Fantasy-mäßig aus. Also, ich vergebe jetzt Plätze. Oh. Also einfach, weil ich zu Ananas hier nicht so den Bezug habe, ist die Ananas ein würdevoller Platz 3. Finde ich aber trotzdem schön. Ich glaube, ich hänge die mir wirklich in den Hintergrund. Das hier ist Platz 2. Da muss ich wirklich gucken, ob ich mir das wirklich in den Hintergrund hänge. Oder ob ich das einfach an mein Regal mache. Oder auf mein Regal, auf mein Bücherregal. Also Bücherregal, weil passt halt wunderbar. Das ist irgendwie ein bisschen cool. Und Platz 1, wer hätte es gedacht? Es sieht einfach aus, als würde ich gleich Urlaub machen auf Bali und mit Schweinen schwimmen. Voll geil, voll geil. Aber die Ananas ist irgendwie auch cool. Dann geben wir ihr jetzt den Raum, hier zu sein. Ich bin fix und alle. Die Box ist so, so, so schön. Wirklich so schön. Also, die Bilder sind auch richtig cool. Ich werde wirklich mal bei dem Shop vorbeigucken. Und mal gucken, was sie da noch so für krasse, coole Motive haben. Aber das finde ich auch schon richtig cool. Ich glaube trotzdem, dass das mein Platz 1 ist. Mein Platz 2 sind, glaube ich, trotzdem die Kekse. Und mein Platz 3 sind die Bilder. Apropos Kekse... Muss ich doch gleich nochmal probieren. Guck mal, wie lässig sie da aussieht, wie sie aus ihrer Kokosnuss trinkt. Also nicht, dass ich irgendwann mal vorhätte, aus so einer frisch geernteten Kokosnuss zu trinken, weil dann würde ich wahrscheinlich würgen. Aber für mich könnte man da einfach Saft reinfüllen. So eine geile Box. Meine Güte. Alter, das ist ja auch total toll. Update deiner Spendenwahl. Also, ich habe es ja nicht gekauft, dadurch habe ich auch nicht gespendet. Aber du würdest das tun. Seit September 2019 unterstützt du bei jedem Kauf einer Trendradar-Box eines von 5 sozialen Projekten. Wir wollen dir unsere Erfolge aus den vergangenen Boxen nicht vorenthalten. Wow, sie haben einfach 1224 Kilogramm Plastik gesammelt und recycelt. Holy Guacamole. 200 Bäume gepflanzt. 10.556 Tieren ein besseres Leben ermöglicht, 12 wissenschaftliche Arbeiten im Bereich Ernährungssysteme unterstützt. Psst! Mann, kriegt sie es nochmal hin, ihr Handy auszumachen? Bis Ramon sein Baby gekriegt hat, wahrscheinlich nicht. Ah, oh, ich hätte auch schon seit 10 Minuten losgefahren sein müssen. Ah. Sie haben auch noch 194 Projekttage zur Sensibilisierung und Aufklärung. Oh, wenn man schon ein Wort weiter ist. Aufklärung für Themen, Gleichberechtigung, für die Themen Gleichberechtigung, Kinderrechte sowie geschlechtsspezifische Gewalt. Alter. Also wenn du coole Produkte, ich kann nicht mehr. Wenn du coole Produkte willst und auch bereit bist, ein bisschen mehr auszugeben und dabei dabei die Umwelt schonen willst und wie gesagt noch coole Sachen dazu haben willst. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie in anderen Monaten mehr Beauty haben tatsächlich. Also klar, das ist zum Eincremen ist natürlich auch Beauty, aber was ich meine ist so dekorative Kosmetik. Also vielleicht auch mal
ein Lippenstift oder so. Oder vielleicht ist es auch bei der nicht-veganen Box dann mehr da. Das weiß ich natürlich nicht. Ich würde mich immer für die vegane Box entscheiden, natürlich. Und du kannst auch eine vegane Box gewinnen. Also, das hier. Hier gibt es noch eine coole Upcycling-Idee für den Karton, den du jetzt mitbekommen hast, hier durch die. Also, das ist toll. Und hier gibt es noch Rezepte drin. Hier gibt es noch einen Rabattcode. Erklärung zu jedem Produkt. Also ich, Leute, bin begeistert. Ich blende dir hier einmal den Gesamtwert ein. Und ich kann mir vorstellen, dass es verdammt hoch ist. So, und damit neigt sich das Video auch dem Ende zu. Beim Gewinnspiel nimmst du teil, indem du mit dem Hashtag TrendRaiderBox und dem Lieblingsprodukt aus der Box kommentierst, ein Like dalässt und Abonnent bist. Und dann freue ich mich für dich, wenn du so eine tolle Box gewinnen kannst. Aber wenn du dich natürlich nicht aufs Gewinn verlassen willst, sondern wirklich eine gerne hättest, dann kann ich sie dir auch auf jeden Fall empfehlen. Also selbst wenn du hier bei mir keine gewinnen könntest, würde ich dir sagen, Mann, Alter, wenn du das cool findest und dir Nachhaltigkeit und so wichtig ist, ist die Box ein Traum. Ein richtiger Traum. Ich blende dir hier einmal einen Kommentar ein, über das ich mich sehr gefreut habe. Also vielen Dank, Grüße gehen raus an dich. So, und damit benutze ich jetzt was mir auf Instagram geschickt wurde. Und ich kann dir sagen, das beendet dieses Öko-Video perfekt. Bis später, Silje.